Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Update-Review von Vainglory 1.2.0 ist gestern Abend gedroppt und wie ihr sehen könnt, ganze Menge Neues ab hier kommt dazu. Natürlich Celeste, der neue Champion, die schauen wir uns dann direkt mal an, würde ich sagen, und wir arbeiten diese Punkte einfach so ein bisschen ab. So, da sind wir auch schon auf der Lane. Ich zeige euch direkt die erste Fähigkeit. Das ist diese Kugel. Wenn man die setzt, macht sie einen kleinen Flächenschaden. Wenn man die erste Fähigkeit nochmal auf dieselbe Kugel benutzt, werden diese zwei Sterne aktiviert und eine Supernova wird durchgeführt. Dadurch explodieren sie und es gibt einen höheren Flächenschaden. Aber wenn ihr nochmal schaut, wenn ich sie beim ersten Mal setze, gibt es auch schon einen kleinen Flächenschaden. Und wenn ich sie nochmal drauf setze, auch wenn jetzt keine Minions in der Nähe sind, zack. Waren sogar noch Minions in der Nähe, gibt es einen großen Flächenschaden. Das nennt sich dann die Supernova. Das heißt, ihr müsst die Bälle aufeinander casten. Die haben einen Cooldown von 3 bis 5 Sekunden. Kommt eben darauf an, auf welchem Level ihr Celeste gerade habt und auf welchem Level die Fähigkeit ist. Die zweite Fähigkeit ist der Stun. Ein Kreis und zack, die Minions sind betäubt und gestunt. Auch hier kommt natürlich wieder darauf an, je nachdem, wie lange das Ganze, auf welchem Level das Ganze ist. Umso länger sind sie gestunt und die Reichweite. Wobei, die Stunzeit, weiß ich gar nicht, ob die sich verändert. Da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Je nachdem, falls das jemand interessiert, kann man das auch einfach selber nachlesen. Entschuldigung, dass ich da gerade ein bisschen uninformiert bin. Und jetzt zeige ich euch mal die zweite Fähigkeit. Wenn ich einfach einen Auto-Tag zum Beispiel auf so einen Minion mache, die mir hinterherlaufen, kann ich meinen Stun benutzen. Zack, das hintere Minion, ihr seht es, ist betäubt für eine gewisse Zeit und ist gestunt und kann sich nicht bewegen und auch keine Attacks durchführen. Genau das gleiche ist das dann natürlich auch mit den Gegnern. Bei der ersten Fähigkeit habe ich eben gerade vergessen zu erwähnen, ist jetzt schlecht zu demonstrieren, aber wo auch immer ihr diese Kugeln hinsetzt und bitte achtet auch nicht auf die Builds. Die Builds sind gerade, die ich hier baue, nicht irgendwie empfohlen, sondern lediglich einfach nur, um zu zeigen, was Celeste kann. So, und was ich sagen wollte, wenn ihr diese Kugel da zum Beispiel dort drüben in diesen Busch setzt und da jetzt ein Gegner drin wäre, würdet ihr den Gegner so lange sehen, bis die Kugel jetzt oder jetzt wieder verschwindet. Erste Fähigkeit muss sich nicht direkt selber wieder treffen. Ihr könnt auch ein Stückchen daneben schießen. Lediglich die Explosion des quasi des ersten Mal Castens muss den zweiten Stern, der schon sitzt, auslösen. Und dann, ich zeige es euch nochmal, wird die Supernova ausgelöst. Jetzt habe ich nicht ganz getroffen. Jetzt zeige ich euch nochmal, wenn das aussieht, wenn ich treffe. Das ist natürlich jetzt nicht perfekter Vorführeffekt. Passt auf. Stückchen daneben und das hat funktioniert. So, jetzt haben wir ihre Ulti. Bei ihrer Ulti bleibt zu sagen, sie macht gegen Minions weniger Schaden als gegen normale Helden und sie macht gegen den Kraken weniger Schaden als gegen normale Helden. Und man kann damit, obwohl sie global ist, das heißt sie fliegt über die ganze Map, man kann damit den Vayne Crystal natürlich auch erst dann Schaden hinzufügen, wenn der komplett freigelegt ist und keine Tower mehr in der Nähe sind. Wir schauen uns die Ulti jetzt einfach mal an. Umso höheres Level die Ulti hat, umso mehr Sterne werden hinzugefügt. Global heißt, nochmal um das kurz zu erläutern, sie fliegt über die ganze Map. Man drückt quasi drauf, wählt eine Richtung und zack, 3 Sterne. Dadurch sind quasi nur 3 Sterne jetzt gewesen. Sah jetzt nicht so krass aus, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das macht einen Heidenschaden. Das habe ich gestern des Öfteren ausprobiert, wenn man ordentlich Crystal Items kauft. Aber das geht auch schon wieder zu tief in die Builds. Außerdem sind noch ein paar Änderungen in den Builds vorgenommen worden. Ich hoffe, ich vergesse jetzt da an der Stelle nichts. Das Video wird jetzt auch schon wieder länger, als ich mir das vorgenommen hatte. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so tragisch. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Und zwar wurde, wenn man hier unter Fähigkeiten geht, um einen das Shatterglas kostet jetzt mehr als vorher. Außerdem ist das Shatterglas macht quasi auch mehr Schaden als früher, logischerweise. Es kostet jetzt 3000, dadurch, dass ich den Crystal Build habe, kostet es mich zwar nur 2700. Außerdem wurde das Frostburn verändert. Frostburn geht jetzt nicht mehr über die Void Battery, sondern über Eclipse und Heavy Prism. Das heißt, da wurde das Rezept für Frostburn verändert. Natürlich ändert sich dadurch auch die Fähigkeit, aber ich möchte jetzt nicht auf alle Fähigkeiten eingehen. Das geht ein bisschen zu tief und wenn ihr da wirklich was Ausführliches hören wollt, dann können wir das gerne machen. Aber ich persönlich bin sowieso nicht so der Fan davon, das unbedingt machen zu müssen, weil ich denke, Leute, die sich so richtig geekig damit auseinandersetzen wollen, setzen sich am Ende eh alleine damit auseinander. Außerdem, Alternate Current wurde verändert. Es gibt jetzt nicht mehr die 20 plus 75% bei jedem zweiten Attack, sondern einfach 0 plus 115%.
Weitere Änderungen in den Builds ist das Broken Myth. Eins der Items, was tatsächlich selten benutzt wurde. Beim Broken Myth bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was sich verändert wurde. Ich glaube aber, dass es jetzt stacken kann auf bis zu 15% von Rüstungsdurchdringung. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich möchte da jetzt auch nichts Falsches sagen. Beziehungsweise nein, es wurde von 15 auf 10 reduziert, wie ich gerade sehe. Bei der Serpent Mask wurde jetzt die Barb Needle als Passive hinzugefügt. Das bedeutet eigentlich einfach nur, dass die Barb Needle, die vorher nicht mehr als Passive in Serpent Mask funktioniert hat, weiterhin, quasi wenn man Barb Needle zur Serpent Mask macht, immer noch eine Barb Needle hat, sozusagen, und die Passive davon immer noch funktioniert. 50% Lebensregenerierung oder 100, je nachdem, nicht 50%, sondern 50 Punkte und 100 Punkte, wenn man eben Range Champion ist. Außerdem wurde der Breaking Point verändert. Richtig, richtig krass. Der Breaking Point wird jetzt nicht mehr über einen Piercing Spear und über ein Blazing Salvo gekauft, sondern über ein Blazing Salvo und ein Lucky Strike. Logischerweise sind dann die Stacks vom Breaking Point jetzt nicht mehr Rüstungsdurchdringung, sondern pro Punkt bis zu 15 Punkten 5% Chancen auf kritischen Schaden. Richtig krasses, richtig, richtig krasse Veränderung. Außerdem wurden ein paar Koschka-Nerfs und Buffs, Debuffs hinzugefügt vielmehr. Koschka ist wohl jetzt ein bisschen besser gebalanced. Möchte ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, sonst wird das an der Stelle zu lang. Bei Crystal Saw hat sich auch ein bisschen was verändert. Die Range der Ulti von Saw hat sich um die Hälfte halbiert, logischerweise, also quasi halbiert. Und außerdem ist es früher so gewesen, dass der Cooldown vom Roadie Run der ersten Ability angefangen hat runterzuzählen, wenn man schon gelaufen ist. Und das ist jetzt erst dann der Fall, wenn der Roadie Run durchgeführt wurde. So, nachdem wir jetzt Celeste gesehen haben, seht ihr hier unten, neue Schnellnachrichten sind dazugekommen. Es gibt 5 neue taktische Schnellnachrichten über der Minimap. Entschließlich, und ihr könnt das eigentlich selber lesen, eigentlich brauche ich euch das nicht vorlesen, das ist für mich nämlich eh gerade schräg, deswegen kann ich das ganz schlecht lesen. Aber im Endeffekt gibt es 5 neue Pings und die schauen wir uns jetzt einfach auch nochmal an. Und es gibt außerdem noch Social Pings. Genau, und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz die neuen Pings an. Wir haben oben über der Minimap einmal diesen Ping, dann diesen Ping, rechts daneben diesen Ping. Übrigens, wenn man dreimal gepingt hat, in einem gewissen Zeitraum hat man einen Cooldown, dann diesen Ping und diesen Ping. Natürlich kann man die nutzen, für was man will. Persönlich würde ich sagen, das Fragezeichen kann man dafür nutzen, zu sagen, ey, was machst du da? Oder, oh Gott, der Champ, der gerade hier noch auf der Lane war, ist verschwunden. Passt auf da unten. Ganz klar, ich bin unterwegs. Gefahr und angreifen. Und, ja. Das andere tut sich natürlich von derselbe. Eigentlich von selbst erklären. Hier sollten wir uns sammeln. Hier sollten wir uns treffen. Das Team zusammengruppen an der Stelle. Und dann gibt es hier oben die Social Pings. Da gibt es einmal den Daumen nach oben. Das lachende Smiley. Das weinende Smiley, auch hier haben wir natürlich dann wieder eine Cooldown-Zeit, damit man die Smileys nicht spammen kann. Dann haben wir ein Bierfass und ein Okay. Und außerdem, wenn man länger drückt, gibt es mehrere Daumen und man kann bis zu 7, oder nee, es sind sogar mehr. Och, man kann das unendlich lange drücken, ich dachte, das hört irgendwann auf. Mal warten, wie lange das geht. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Es scheint mir, als würde das einfach nie enden. Wir könnten das jetzt noch ein paar Minuten weitermachen, aber ich lasse jetzt einfach mal los. Ich habe jetzt 110 Daumen nach oben gegeben. Und natürlich könnt ihr oben rechts auch noch sehen. Man sieht jetzt immer, wer quasi den Kraken getötet hat, wer den Gegner gerade getötet hat und wer die Mine zerstört hat oder den Vayne Crystal. Und wer gerade den Kill gemacht hat. Das finde ich persönlich ziemlich geil. Nachdem wir die Pings jetzt gesehen haben, kommen wir auch schon zu den letzten Punkten, die wir einfach mal schnell zusammenfassen können. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man für Freunde Benachrichtigungen einstellt, dass man quasi eine Nachrichtung, eine Push-Nachrichtung bekommt. Hey, der und der ist jetzt online und dann siehst du halt, okay, krass, wenn er online ist, können wir direkt zusammen in der Queue spielen oder zusammen in der Gruppe spielen. Und fände ich persönlich ziemlich praktisch. Die Spielersuche wurde verbessert, das heißt, man findet jetzt eher Spieler, die im selben Karma-Level sind und das ganze Matchmaking wurde wieder ein bisschen verbessert und gebalanced. Außerdem, was dazugekommen ist, natürlich die große Änderung zum Stutter-Stepping. Viele von euch werden nicht unbedingt wissen, was Stutter-Stepping ist. Auf jeden Fall gibt es das in dem Sinne nicht mehr. Man kann es immer noch nutzen, aber es bringt einem keinen Vorteil im Damage mehr. Man kann es aber lediglich immer noch dazu nutzen, um zu kiten und damit quasi
zu attackieren und gleichzeitig zu laufen, um das mal für Laien auszudrücken. Außerdem wurde bei Scarf ein Fehler behoben, dass seine Fähigkeit, wenn er jemanden anzündet und dann immer wieder ihn nachfeuert quasi, Fan the Flames heißt das. Und das lief früher über 3 Sekunden hinaus. Das ist jetzt fix und bleibt bei 3 Sekunden. Außerdem wurde dann noch ein paar Bugs mit den Mines, Minion Mines und Gold Mines behoben oder der Gold Mine. Das war es eigentlich schon zu dem Update. Es wird die Tage auf jeden Fall ein Celeste-Gameplay rauskommen von meiner Seite. Eben gerade haben wir sie ja nur ganz kurz gesehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Fold. Defendet euren Crystal und zerstört den des Gegners. Ich bin raus, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos und tut mir den Gefallen, vergewaltigt den Like-Button. Ich bin raus.